Servus YouTube, heute mal wieder ein Video von mir. Ich habe ja vorgestern schon ein Video gepostet zu der Reaktion von Tempest FX und da möchte ich halt weitermachen, weil die haben nämlich ein Erklärungsvideo gepostet, wie sie es geschafft haben, den Account so hoch zu traden. Und das schauen wir doch jetzt mal an. Vielleicht lernen wir ja was draus. Also los geht's. Also das Lied feiere ich. Weiß jemand, wie das Lied heißt? Das möchte ich haben. We're at Tempest FX Video. I'm Jamie. I'm Ari. So in this video, we're going to show you the reasoning behind... Okay, wir spulen jetzt mal vor, weil das Blabla, das interessiert mich jetzt nicht so. Und hier geht's los. Also erster Trade, Euro-USD, 15 Minuten Timeframe. First trade, this was on Euro-USD and it was a sell on the 4th of July. Okay, wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, das war ja ein Sell, hat er gerade selber gesagt. Für alle, die es nicht verstehen, so gut Englisch, ich übersetze es dann auch immer noch. Wir sehen ja, wir hatten hier einen großen Aufwärtspush, sind dann da stark runtergebrochen, haben von der Struktur natürlich ein neues Low gemacht, sind dann hier reingekommen, haben die Liquidität rausgenommen. Der Spike hat hier auch Liquidität rausgenommen, ich denke, deshalb war der Grund hier für den Sell, dass sie short gegangen sind. Also auf jeden Fall Smart Money Concept mit Scalping. Hi, so first trade of the account. So, it's just based over here. So this high here, we took out that high here, and obviously we ran down. And then when it's coming back up, when we traded it here, also das, was ich gerade gesagt habe, hier run of the highs. Da nochmal und hier eben dann nochmal reingekommen. Okay, also er sagt jetzt, er hat es hier gehandelt, short gehandelt, weil da natürlich auch eine starke bärische Reaktion war, aber ohne Stop-Loss ist das natürlich so eine Sache. Und ja, das war so die einzige Bestätigung, nicht wirklich auf eine Bestätigung gewartet. Aber ich denke nicht, dass sie im 15 Minuten Timeframe den Entry gemacht haben. Ich denke mal, sie haben hier in einer Minute auf einen Break of Structure oder auf eine Chock gewartet, hier Liquidität rausgenommen. Dann in der Minute wahrscheinlich einen Chock gehabt und dann den Entry gesetzt, aber sie werden ja nicht ihre ganze Strategie preisgeben, weil sie wollen ja ihren Kurs verkaufen. Und so wie es aussieht, ich sehe jetzt nicht die Uhrzeit, aber ich denke fast, dass die danach handeln, ob es jetzt Daily High von der London Session rausgenommen wurde und dann Continuation oder halt Low rausgenommen und dann Buy. Und genauso dann New York Session, müssen wir dann schauen, ob sie New York Session Kill Zone handeln oder eben London Session Kill Zone. Und ich denke, das ist so die Strategie, was ich jetzt sehe. Targeted this swing low down here. So this was a nice trade. This greedy account, what did you make on that one? It's like 6k, I think, yeah, for the first trade. So it got us up a decent amount on the first trade, it did its job. But that's pretty much it for this side. We took out buy side liquidity here. And we knew this high wouldn't get taken again. So that's pretty much it for this trade. We've got quite a few more to go over. But yeah, let's do that now. Ja, er sagt halt, das war's jetzt zu dem Trade. Sie haben noch mehr, die wir anschauen müssen. Und das machen wir jetzt. Jetzt kommt der zweite Trade. Im Dow Jones. So, moving on to the second trade on the account. This okay, bevor er was sagt, analysiere ich jetzt mit euch selber den Chart mal, um zu sehen, was passiert. Sie sind da UTC4. Das war im Juli, also New York Session. Das ist die Uhrzeit dann. New York Session da. Genau, das ist New York Open Kill Zone. Okay, also wir hatten hier ein High, sind runtergekommen, haben hier dann nochmal hochgepusht,
haben die Imbalance hinterlassen. Und ich denke, dass er danach gehandelt hat, die Buy-Side Liquidity rausnehmen. Ich denke, der rote Strich, da ist noch mehr Buy-Side Liquidity, also die Stops von den Sales und die Buy-Stops, die dann auf Kaufen gehen. Und das war einfach wieder ohne Confirmation Entry gesetzt. US 30 oder Dow Jones. So, lovely here. So, we took out this line here. This is nice. Had a big move up. Okay, ja, also sein Grund jetzt für den Buy war, hier dieses bisschen Liquidität rausgenommen, dann der starke bullische Move, die starke bullische Candle, Fair Value. I'll get to that in a second. Don't know if that was some manipulation from user. Das ist auch eins meiner Einstiegskriterien. Ihr seht, starker impulsiver Move, hier drüber gebrochen. Liquidität generiert unterhalb vom Orderblock, überhalb vom Orderblock bzw. Fair Value und dann rein. Aber ich persönlich warte halt dann nochmal auf eine Bestätigung im kleineren Timeframe, weil ohne Bestätigung hat man keine 100% Winrate, da hast du eher mehr Stop-Loss-Hit. Aber bis jetzt völlig in Ordnung, was er da erklärt. Could have possibly had news in that time. I'm not sure, we'll have to check back. Yeah, so then what we had? We had it come back down. This is where our entry was. It was at, what time was it? 11, about there, wasn't it, our entry? Yeah. Somewhere in here, around this time. If we go down some more time frame, you'll see. But it was around this, it was this candle here we entered on. So this was really nice because we had a impulse block in here. And we also came down into an imbalance in here. So that is why we entered. We had that close out, respecting the imbalance. Then we bought. Also er sagt halt hier ins Fair Value reingekommen, close out in die Imbalance, also den Docht hinterlassen. Und das war für ihn die Bestätigung, dass er Long genommen hat. Aber wie gesagt, halt, das ist ja alles ohne Stop-Loss und sehr riskant. Ja, nicht zu empfehlen. Bought here on that black line, and then we had buy side liquidity up here, which is why we were obviously looking for upside buy. Ja, also buy side liquidity einfach targetiert. We're looking for it to be bullish, and that would have been the overall target. Obviously, we had a massive flip. I don't think we did hold till there. Also er sagt halt, sie haben nicht bis da oben hin gehalten, sondern nur hier das High rausnehmen, weil sie haben ja geskypt auf dem Account und deswegen nur ein kurzes Target. I think we closed around here, that's what we targeted, that high in there. But yeah, that is the second trade and that is pretty much the breakdown of US 30, the second trade of the account. So, two trades so far, two wins. So, now on to the third trade. Okay, jetzt der dritte Trade im Euro-USD, wieder 15 Minuten Timeframe. Euro-USD again. So. Wir können ja erst mal selber analysieren. Das ist natürlich schwierig jetzt für mich, nur ein Timeframe. Aber wir wissen ja selber, da wir Euro-USD schon länger beobachten, dass wir am Downtrend sind, hier runtergekommen, da war wahrscheinlich diese Linie eine starke Demand, denke ich mal, die wir mehrmals wahrscheinlich berührt haben. Ich denke, aufgrund dessen ist halt dann da einfach Sell reingegangen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo sein Entry war. Vielleicht war er auch hier, also wieder Buy-Side Liquidity rausgenommen. Und dann Short, aber sie handeln ja eher, ich sehe jetzt hier, also hier in dem Zeitraum zwischen da und da müssten sie handeln. Ich sehe jetzt die Uhrzeit nicht so ganz, bisschen schwierig. Schauen wir mal, was er sagt, wo sein Entry war. Aber ich denke entweder hier, dass er im kleineren Timeframe halt ein Momentum Entry gesetzt hat, wie es mein VIPs erklären, wie man das macht. Oder eben hier Liquidity Rate, diese Range
unten erst raus, oben und dann Continuation runter. So, this is one over this. Let's go on one quick. So, firstly, we have this obvious level in here, this zone, which was obviously a good take on. Das ist übrigens mein Bürostuhl, den habe ich schon seit ich in der 6. Klasse war, glaube ich. Ich habe ja aufgehört, in der 5. Klasse zu wachsen, und das ist der bequemste Bürostuhl überhaupt. Der quietscht zwar schon, aber ich finde keinen, der besser ist. Und der Kack. Den haben mir meine Eltern damals gekauft, weil sie gesagt haben, du brauchst einen gescheiten Bürostuhl, wenn du deine Hausaufgaben machst. Und der war damals auch sehr teuer und ich liebe den. Ich gebe den nie wieder her, außer ich finde ihn noch besser. Also falls ihr Tipps habt für einen guten Bürostuhl, weil manchmal nervt es, dass der so quietscht, dann gerne in die Kommentare. Obvious level. Okay, like, to go further back. Nothing like that. So yeah, that's quite a big level. So obviously I'm going to take it, and because it played off that level so many times, when it did, it would go, because a lot of people would have stops under here, and especially hedge funds and people like that. So when it got taken, it was going to move quite a lot. Okay, seine Bestätigung war jetzt einfach, dass da eben ein starkes Support war, und wenn die durchbricht, dass dann da viel Volumen im Markt reinkommt, und deswegen hat er dann einfach Short genommen. Ja, würde ich jetzt nicht machen. Ist für mich keine Bestätigung, weil der Markt macht ja nicht, was wir denken, sondern was er will. Er kann auch genauso kurz durchspiken und dann hochgehen, und gerade die handeln ja ohne Stop-Loss, dass er dich dann ausstoppt. Das ist halt, oh, sehr risky. Let's just say, it did. So yeah, we caught entry again on this black line. Personally, we didn't think there would be a retracement back up to the upside, so we what I call quite a risk entry. So we got in there. Again, it was an account flip. With our how we normally trade, we'd look for more confirmations than that. But yeah, we sold it at 4:35, was it? Yeah. 4:35. So around here on that candle, and as you can see, pretty much instantly in profit, and we dropped for the rest of the day. So 4 in the morning, also 4 Uhr früh für uns plus 6 Stunden, ja, London Killzone. Days. But yeah, that's pretty much it for that one. Not much to go behind that. We didn't honestly look for too much on that one. We were just very very bearish. Dollar strengthening quite crazy. We tried to catch that move, took that level, like I said. And that was the main thing we were focusing on there. We did see it having a retracement up. But yeah, that was 3 for 3 trades so far. So on to the next. So this is the 4th trade. So jetzt kommt jetzt der 4. Trade. Wieder im Euro-USD. Wir sind jetzt im 5-Minuten-Chart. Schauen wir mal, was uns hier erklärt. Sieht ja eher nach einer Seitwärtsphase aus. Ja, er prallt hier öfter ab. Buy-Side Liquidity, hier Sell-Side Liquidity. Mal schauen, was er uns erzählt, warum er da Buy vielleicht gesetzt hat, weil er sich gedacht hat, er nimmt hier Liquidität als erstes raus. Schauen wir mal. On the account. So, still me trading at this point. So, we had a nice, again, the whole time we're trading on the account was pretty much scalping. So, that's why I'm on the 5-minute right now. So we had this imbalance in here on 5 minute. Okay, sie haben hier wohl schon Trade gesetzt, bevor die Seitwärtsphase gekommen ist. Einfach hier an der Imbalance, sagt er jetzt. Mal schauen, ob er noch mehr sagt. There. Let me draw that out for you guys. Right, so yeah, this is very nice. We had the close here below it, below 100%, whipped through it and closed below, very nice. The next candle, because that happened, we then entered. We entered in this candle here. Okay, mega strange. Er sagt jetzt, sie haben halt hier geschortet, weil er die Imbalance gefüllt hat.
und die ein bisschen Docht hinterlassen hat. Und sie sind dann irgendwo hier in der 5 Minuten Candle Short gegangen. Aber das ist halt keine Erklärung, weil hier ist ja auch eine Imbalance. Also weder eine Bestätigung da, einfach weil er die Imbalance aufgefüllt hat. Ja, ein bisschen wenig Erklärung, würde ich mal sagen. Das ist ja, vielleicht kommt noch mehr. And then, as you can see, again, we came down, came back up, then we came down for an extra hour or so, and then it just pretty much consolidated for. Also es schaut mir schon eher alles so aus nach Glück. Ich meine, eine Woche kann man auch mal Glück haben, dass dann alles so rausläuft, wie man eben gerade tradet, weil das ist halt, ja, was ist das? Hat er ein wichtiges Level, ein Demand-Level eingezeichnet, das wahrscheinlich dann hier zu Supply wurde. Aber einfach zu sagen, ja, der kam halt hier rein und deswegen habe ich ihn short genommen. Ja, ist halt keine Strategie. Few hours. But yeah, so we caught a nice offer on that again. Not at this point, obviously, the account was growing, so little moves were still adding up quite a bit. Ja, er sagt halt, sie haben halt dann, der Account ist ja immer größer und größer geworden und deswegen haben sie da, natürlich nehmen sie immer nur kleine Moves mit, weil sie mit so großen Lots drin waren und dann ist der Account natürlich auch schneller gewachsen und deswegen natürlich dann auch zu so einer großen Summe. Yeah, that's that one. Pretty simple explanation again for that one. And on to the fifth trade. So you might be aware from last video, guys, we are currently running a competition. Ja, bla bla, ihren Kurs vermarkten. Machen wir mal weiter zum nächsten Trade hier. Wir sind jetzt wieder im Dow Jones. So I've got two more left after this for me. Yeah. Und ich habe es ja in meinem Reaction Video falsch gesagt, Dow Jones. Handelt man natürlich mit Kontrakten und nicht mit Lot, aber war es auch völlig wurscht, ich habe da nicht erklärt. Ach ja, übrigens, falls du noch auf der Suche nach Fremdkapital bist, der sogenannten Prop Firm, dann kann ich dir Thunder Trading Plus empfehlen. Die haben nämlich einen großen Vorteil, beziehungsweise drei große Vorteile. Du hast kein Zeitlimit, du kannst so lange für die Challenge benötigen, wie du eben brauchst. Du darfst natürlich auch hier die 10% nicht verlieren an Kapital, aber du hast ja auch 10% Profit Target in der ersten Phase, 5% in der zweiten Phase. Plus der zweite Vorteil ist, dass du auch über nicht nur über MetaTrader 4 und 5 handeln kannst, sondern auch über TradingView. Und der dritte Vorteil ist, wenn du über meinen Link reingehst, dann sparst du dir nochmal 10% on top. Schau in der Videobeschreibung nach, da ist der Link drin und da steht auch der Rabattcode mit drin. Then we got Jamie. So, I've already got a jot on for you. Let's draw up completely for you. If you really want to know, so. Achso, also Dow Jones auf dem Stundenchart sind wir jetzt, okay. Wir hatten da natürlich einen krassen Sell-Off. Ich denke mal, entweder hier hat er geschaut, dass er hier shortet, wenn er reinkommt, wieder wahrscheinlich ohne Bestätigung. Oder aber vielleicht sogar long genommen, weil er hier Liquidität rausgenommen hat. Wir haben hier wieder London Killzone geschaut, dass er Liquidität rausnimmt. Er geht ja immer ohne Bestätigung rein und dann ist er wahrscheinlich da einfach long. Oder hier, weil er diese Liquidität rausgenommen hat, dann short. Irgendwie so. So is this imbalance in here. We're looking at this candle here, this down candle, and this wick and this wick. That was the imbalance. And then we had a beautiful 100% fill on this here. It filled it completely. And you can see the reaction off of it there. We also took out this high here, I'll draw this on, so we took liquidity, so that was both confirmations for me, but this thing was going down. Also seine Confirmation war halt einfach wieder Fair Value reingekommen, hier Liquidität raus und dann Short. Gib mir! Margin Call! This was my exact setup, what I look for.
And then we targeted these lows in here. Und ja, dann halt die Lows hat da targetiert. Just down here. And as you can see, it hit. So if I go down time frame to the 5 minute, you will be able to see where exactly it was. We entered. We entered on the black line, so it would have been here. We entered at 10 past 10. So just there, and as you can see, okay, er hat jetzt hier nochmal einen neuen Short gesetzt, also ist jetzt in die 5 Minuten geswitcht, weil er halt eben Fair Value gefüllt hat und dann die Liquidität wieder rausgenommen hat und dann halt einfach Short. Also. Und mal was trinken. Also, übrigens, bestes Wasser überhaupt. Gibt kein besseres. Comes out and I saw it there just after it crossed below that previous high again of the body. So yeah, and then we drop and come down into the lows in here, into nice equal lows. Yeah, einfach nur sell, fair value gap, buy side liquidity rate und dann die lows wieder targetiert. Das ist die Strategie. Kann ich ja mal testen. Wie gut es läuft, wenn ich danach handle. Vielleicht habe ich dann auch eine 100% Winrate. Und genau, schreibt mal in die Kommentare, ob ich mir deren Signale kaufen soll und die mal testen soll. Yeah, that was a lovely fifth trade. Counts going very well at this point. I think there was two more trades left, so it's getting in the, well in the 100,000s now, I think. Yeah. Yeah, on to the sixth trade. So, moving on to the sixth trade. Okay, jetzt kommt der sechste Trade. Ah, das war der Gold Trade mit dem 800 Lot vielleicht. Ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, aber der wird interessant. Okay, Short Continuation. Moment, starker Push nach unten. Hier eine Chalk gemacht. Wahrscheinlich Liquidität hier rausnehmen. Und dann vielleicht Long. Gucken wir mal, was er sagt. Fair Value hier ein bisschen auffüllen, da die Liquidität raus und dann long. Vielleicht ist das die Bestätigung. Trade, second to last trade for me. So, in London session here, we create the high of the day. And here we are bearish for gold on this day. So, from there, we drop. And in New York session here, we take out this high over here. I'll draw that one for you. Okay. So we take that out. That's nice there. Okay, also er hat das High of the Day, London High of the Day, stehen lassen und hat dann hier die Liquidität rausgenommen, nachdem er das neue Low gemacht hat, dann einfach Continuation Short und nachdem die Liquidität hier rausgenommen wurde, hat er wohl einen Short gesetzt. Yeah, we come down throughout the day, we get to here. Ah ne, er hat doch keinen Short gesetzt. Er erklärt nur, was da passiert ist. Let's drop down time frame. Jetzt gehen wir in den 5 Minuten. In here, we have a nice imbalance again. Just in here. Just played out nicely. 100% closed below the body did of the imbalance. So, I guess confirmation. We didn't think it would have to come back up to here. So, we sold it here. Okay. Er ist jetzt hier einfach short gegangen, weil wieder, ich meine, aber da war ja keine, da war die kleine Imbalance, die hat dann natürlich gefüllt und dann den langen Docht hinterlassen und das war einfach nur der Short-Einstieg. Keine Worte. 10:35, well 37 I think it was. So from there, we didn't think it would come back to the imbalance, created the high of the day and as you can see, it just tanked from there. It was just very bearish that day. Obviously we used the DXY to see we were. Okay, er sagt halt jetzt, er hat noch den DXY als Bestätigung genommen. Aber wenn halt deine DXY-Analyse kacke ist, dann ist dein Trade auch kacke. Das hat jetzt nichts zu bedeuten. Bullish on the dollar as well. And from there we just tanked for the day, just completely dropped. So, on to my last trade, and then it's on to James. So, jetzt kommt sein letzter Trade. Ich weiß gar nicht, wie viel der, wo waren wir, bei 5 oder 6?
im Gold wieder, wir sind im 5 Minuten Timeframe. And moving on to my last trade on the account, then we get into... Okay, also schauen wir mal. Nachdem die Strategie ja ist, dass sie einfach short gehen, wenn er so eine Support quasi hält, dann müsste er da jetzt einfach warten, bis der Phil hier kommt und einfach short gehen, oder? Das ist doch die Strategie. sie erklären ja gerade Vergangenes. Ah, okay, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Schauen wir mal. So here, the last trade was on gold for me. This was a very short time trade. Okay. Also nach dem langen Drop, das war glaube ich das, was ich gerade erklärt habe, oder? Nach dem langen Drop gechockt und wahrscheinlich dann hier. Ja gut, da war noch keine Bestätigung. Puh, schauen wir mal, was er erklärt. Because we're overall bearish on it, like I said. So this was just a quick scalp up. So we had a nice impulse block in here. We entered on the black line, so once it was about one or two, so it would have been about here once it took that high there. And then we targeted overall, it was this wick up here. This would be our target, that was. Also ich blick der Strategie nicht so ganz. Weil normalerweise ist ja der krasse Drop hier erfolgt. Dann hätte er sagen müssen, okay, Phil, Phil von der Fair Value, das haben sie ja davor gemacht, dann müsste er da eigentlich einfach short reingehen. Aber jetzt ist er hier long gegangen. Ich verstehe es nicht. Macht gar keinen Sinn. And that is pretty much it. It was a really short term move. I was looking for just to secure a profit more on the account and until I let Jamie take over. That was the last trade. Ist halt auch keine Erklärung. Ja, die Erklärung war jetzt gut, hier irgendwie Impulskerze nennt er das, die hier runtergekommen ist. Ich denke mal, er meint damit Sell to Buy. Im 5 Minuten Timeframe, dass er das also einfach als Institutional Move ansieht, Sell, um dann zu kaufen. Okay, wer so handeln möchte. Day for me, I think, and then Jamie started on the next day. So, now we'll go on to Jamie's trades. And, Jamie kommt jetzt. You guys can see how Jamie found his and took his positions. Well, guys, so this was a... Okay, Jamie kommt jetzt mit seinen Trades dran. Wir sind im Euro-USD 5 Minuten Timeframe. A Euro-USD buy. Now this was just a quick scalp. So this was at in the London session, just at the near the end of the London Killzone. Also Ende der London Killzone hat er den Buy gesetzt, glaube ich, hat er gerade gesagt. Wenn ihr übrigens Englisch lernen wollt, ich bin Fremdsprachenkonsultant. Das habe ich tatsächlich vor dem Trading gemacht, Fremdsprachenkorrespondentin. Deswegen habe ich halt keine Probleme, Englisch zu verstehen, weil ich auch längere Zeit in Amerika gelebt habe. Then we like to use. So, as you can see, I had a buy and it's like this black line here. So I literally just got in on this retracement. I was buying inside of this impulse block in here, as you can see. Tatsächlich, die nennen das, wenn so eine starke bärischer Move kommt, ist hier Impulsblock. Ich denke mal, das zeigt für die halt an, gut, da ist ein Institutional Move dahinter und die wollen jetzt nicht wirklich verkaufen, sondern kaufen, wenn dann vielleicht noch ein interessanter, starker, wie jetzt in dem Fall vielleicht ein Demand-Bereich ist, dass er deshalb long nimmt. Schauen wir mal. Also die Bestätigung war jetzt tatsächlich nur diese bärische Kerze. Das ist ja keine Bestätigung. Beobachtet mal den Chart, wie oft kommt so eine bärische Kerze im 5 Minuten Chart vor.
Und ich kann es nicht oft genug sagen, es ist halt ohne Stop-Loss. Und eine Strategie ist da auch keine dahinter, so wie ich sehe. Gut, immer mal am Fair Value, dann hier, mal da, das ist ja. Oh Gott. So that's what I was looking for USD, quick scalp, and yeah, it paid. Okay, so this trade was on. Erklärung war klar, geil. Ja, das war halt ein schneller Skype und ja, hat sich bezahlt gemacht. Deswegen hat er den gehandelt. Gold. So I'll quick. Also wir sind jetzt wieder im Gold, 15 Minuten Timeframe. Schauen wir mal. Run me through why. So I bought it at this black line here. Obviously we come. Also er hat hier gekauft. Wieder Fair Value Fill, okay, kann man debattieren hier, Chalk, neues High gemacht. Gut, das ist ein Setup, das kann man nehmen, das will ich auch nehmen. Hier ins Extrem gekommen, hier zugemacht, Liquidität rausgenommen, starker Move up, den kann man kaufen, keine Frage. Das ist sogar ein wunderschönes Setup, das ich auch handeln würde. Down and we filled this imbalance in here 100%. Obviously, you can see it close below it, it went through it, and we also run this low down here as well. So, this low is a stop line. Aber ist natürlich ein Counter-Trend-Trade. Sie skypen ja sowieso nur. Kann man natürlich jetzt nicht so lang halten dann. Aber machen die ja sowieso nicht. Ich denke mal, als die Liquidität hier rausgenommen wurde, hat er dann auch geschlossen. Weil sonst. Aber die hatten auch ziemlich viel Drawdown mal in Gold. Vielleicht hat er auch erst da oben geschlossen und hat den Drawdown hier in Kauf genommen. Confident this low didn't get taken out. So I saw retracement and I saw it was building in these highs here, which is buy side liquidity. So I got in at this black line here, bought it on the retracement. As you can see, it come up, worked through these highs, and buy side liquidity was taken. So again, that was a quick trade. Okay, dann völlig in Ordnung. Das war auch meine vernünftige Erklärung. Also, er ist halt hier quasi rein, hat da schon ein bisschen mehr auf Bestätigung gewartet. Also, Fair Value Fill hat gesehen, er macht hier Buy Side Liquidity, ist da nochmal reingekommen, der Preis in den Weg und er hat dann beigenommen und hat halt gewartet, dass die Buy Side Liquidity ausgenommen wird. Just scalping it really, and as you can see, it paid off really nicely. I was also buying some CC down candles in here. This is one big impulse block, and yeah, that. Ja, ist halt ein dicker Impulsblock hier. Ja, Sell to Buy, wissen wir ja, in Bereichen passiert immer was. Ah, ich frage mich, warum hat er hier nicht verkauft? Das frage ich mich. And balance inside, so it all reacted really well. And I was just buying in on the retracement, targeting buy side liquidity up here. Alright, guys, so this was another trade that took in gold earlier on. Okay, nochmal Gold Trade, 15 Minuten Timeframe. That day, so this is the one that had quite a lot of drawdown on. But this. Ah, das war der Trade, wo er viel Drawdown hatte, sagt er gerade. Dann hat er wahrscheinlich beigenommen. Also the trade that put us over the 1 mil. So I bought it at this black line here, down here. I didn't think. Er hat jetzt hier nochmal gekauft. Hier nochmal gekauft. Warum hat er hier nochmal gekauft? Das macht keinen Sinn. Schauen wir mal, was er sagt. I think it was going to take out this low again. Obviously, as you can see, it did do that. I was confident it wasn't going to take out this low just because they've run the sell side liquidity here. And as you can see. Okay, er sagt halt, er war sich sicher, dass er das Low nicht rausnimmt, weil wir hier die Sell-Side Liquidity herausgenommen haben. Aber er sagt jetzt nicht, warum er da gekauft hat. So we didn't take out this low, but I was also expecting this low to not get taken out as well. Hence why I bought it up here. But as you can see, I went into quite a lot of heavy drawdown. But then I was confident it was still going to go up. I thought it was going to take these highs at least. Obviously, you can see it didn't, in fact, take the initial high of the day. But I was at least confident it was going to take these highs in here.
Ja, war sich halt einfach sicher, deshalb hat er den Trade nicht geclosed, dass er hier das Inducement quasi, das High rausnimmt noch. Und der Preis hat ja dann tatsächlich das High of the Day rausgenommen und das dann erst reversed. So, we've got that stop run. I was in drawdown for quite a bit and obviously it shot sharp straight away. And yeah, this trade put us to just over a million. It was like 1,000,051. Okay, das war jetzt der Goldtrade, dass sie über 1 Million gehandelt oder Accountgröße gebracht haben. 1000, sorry. For last trade, man. Yeah. So yeah, this was good. Right guys, so this was the NFP trade, so this was the last trade that we took on the account. So the reason why we took this one, and obviously this one was a little bit more of a risky one just because it was NFP. Okay, Euro USD, 15 Minute Timeframe. Und das war jetzt einer, der ein bisschen riskanter war. Das war nämlich der vor NFP. Also alle Trades waren eigentlich riskant. Ist schon lustig. Und ja, übrigens, mir ist aufgefallen, irgendwas stimmt mit dem MyFX-Account nicht. Weil da stand ja dran, sie hat nur 14% Drawdown. Ich habe mir dann dieses Video nochmal angeschaut gehabt und bei 300.000 Kapital hatten die, oder 340.000 waren es gleich, hatten die über 100.000 Euro Minus. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau den Betrag. Jedenfalls habe ich es ausgerechnet, das waren 30% Drawdown gewesen. Also irgendwie stimmt was dann mit dem MyFX Book nicht, warum der nur 14% anzeigt. Sollte einen dann schon aufhören lassen. So, we had the initial part of the day in London here and was confident it didn't want to take this out. Okay. Nachdem er hier ja quasi den krassen Run hatte zur Downside, hat er sich gedacht, gut, das wird auf ihn verhalten, den nimmt der Short. Wir wissen eher, warum der Bereich nicht halten wird, zumindest meine VIPler. Ja, aber da die ja nur scalpen, haben es natürlich wieder Glück gehabt im Unglück. Schauen wir weiter. We come up to it, got close to it here, but we never took it out and it started to drop. Now we sold at this black line here. Schauen wir mal, das war London High, okay, High of the Day dann. Wir sind jetzt im 15-Minute-Timeframe. Er sagt, er hat hier mitten in der Sellkerze den Short genommen. Ich denke mal, dass er da in der Minute war, gewartet hat auf einen Break of Structure. Auf eine Bestätigung, dass er den dann short nimmt, weil es macht ja keinen Sinn, den einfach hier short zu nehmen, nur weil er denkt, dass der Bereich hält. Oder das ist halt die Strategie. Und this kind of, so we'll go on 5 minutes. So we sold it on this wick here, as it was working up. We sold it here. Ja, das war die Wick. Okay. Ja, das ist halt diese Kerzenformation, aber die hätte eigentlich noch einen Ticken weiter unten schließen müssen. Deswegen hat er wahrscheinlich hier geschortet. Aber hätte er erstmal richtig gewartet, so, also Chalk High unten rausnehmen, hier rausnehmen, dann kam er die lange weg. Dann wäre ein bisschen mehr Bestätigung da gewesen, um zu sagen, gut, wenn er jetzt nochmal hier in den Weg reinkommt, nehme ich einen Short, dann hätte er auch keinen Drawdown gehabt. Now we didn't have a predetermined target when we entered the trade. Normally what you'll see is your NFP, it will create like a nice low, like a swing. Also schon geil, weil er ist ja hier reingegangen, hier ist er reingegangen, hat ihn gehalten, das da runter, aber nicht geclosed. Sie sagen ja, sie skypen, warum closed er dann nicht? Da hat er wieder komplett das Drawdown gehabt. Bis da hoch und er hat halt einfach nur Glück, dass der Preis, er hat dann sein Take Profit eingesetzt, dass der Preis noch mal so tief runtergekommen ist. Swing low and he'll take it and that's exactly what we've done on this day here. So we created the swing low, we looked up massively and also he was a little bit nervous at this point because he looked up a little bit more. Er sagt auch, also er war dann schon nervös, nachdem der wieder so krass hochgekommen ist. Then what we wanted to see, but we held on to the trade. And then, you know, you can see these. Aber natürlich so Profis wie die sind, haben sie einfach, sie wussten, dass der jetzt nochmal so tief runterkommt und deshalb haben sie einfach
an diesem Trade festgehalten und er ist ja dann wie vorhergesagt auch da im Take Profit gelaufen. TP for this low hit, and you can see it hit nicely. Oh, it literally just hits it, took that low out, and then it ran it on. That was crazy, man. So he was in person for that one. Yeah, that was nice. As you guys obviously saw, it was sick. Yeah, that's the... War richtig sick, der trade. This is why we took this trade. We got him on the retracement, expecting the London high to stay intact. And yeah, just sold it from there, targeting this low. So. Okay, das waren jetzt alle Trades. Viel konnte ich jetzt nicht daraus lernen, einfach nur, beziehungsweise was ich daraus lernen konnte, war, dass sie eine Woche lang Glück hatten, dass sie einfach mal hier Buy und Sell drücken und den ganz kurz halten, massiven Drawdown in Kauf nehmen jedes Mal und es hat halt für eine Woche funktioniert. Aber ich verspreche euch, das war Glück und das funktioniert auf keinen Fall long term. Genau, das war's dann für das Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wollt, ob ich mir die Signale kaufe, weil ist ja eigentlich richtig geil, 100% Winrate. Da muss ich nicht mal alle Signale mitnehmen. Ich gehe dann einfach Full Margin immer rein mit einem Trade und bin ja dann auch Multimillionär. Ganz einfach, oder? Sollen wir das mal machen? Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis dann. Ciao.